In den USA demonstrieren derzeit viele Studenten für einen Waffenstillstand im Gazastreifen und für Sanktionen gegen Israel. An der New Yorker Columbia University errichteten Demonstranten ein Zeltlager. Die Universität stellte die Lehre mittlerweile auf den Online-Betrieb um. Der Grund, es habe antisemitische Äußerungen und zu viel einschüchterndes und belästigendes Verhalten auf dem Campus gegeben, sagte die Unipräsidentin. In der vergangenen Woche hatten pro-palästinensische Proteste begonnen. Mehr als 100 Protestteilnehmer wurden festgenommen, nachdem die Universität die Polizei gerufen hatte. Wir sind zuallererst für ein freies Palästina hier. Außerdem kämpfen wir für die Demilitarisierung unseres Campus und der Campi im ganzen Land und gegen die Unterdrückung der Studenten hier an unserer Universität. Wir sind auf eine Art die moralische Stimme der Bewegung. Es liegt in unserer Verantwortung, das Anliegen voranzutreiben, genauso wie es bei den Protesten gegen den Vietnamkrieg und die Apartheid in Südafrika war. Dies ist unser Moment zu zeigen, dass das hier falsch ist. Wir wollen nicht, dass die USA so handeln. Es liegt in unserer Verantwortung, das zu ändern und zu zeigen, wie eine bessere Welt aussieht. Seit Beginn des Krieges Israels gegen die Hamas im Gazastreifen zeigt sich an US-Elite-Universitäten eine tiefe Spaltung. Studenten, Professoren und die Verwaltung liefern sich erbitterte Auseinandersetzungen, die sich auch auf Online-Netzwerke ausgeweitet haben. Dabei geht es um Vorwürfe des Antisemitismus, der Islamophobie und der Bedrohung der Meinungsfreiheit. US-Präsident Joe Biden verurteilte die Proteste mehrfach als antisemitisch. Die Universitätsleitungen gehen disziplinarisch und mit Hilfe der Polizei gegen die Demonstranten vor.